Wenn diese zwar mit schönen Pellwurst- oder Knackwursthäuten überzogenen Körper in ihren Begegnungen mit unverstelltem Blick und der ungezogenen, unangezogenen, nackten Leiblichkeit erblickt werden kann und eigentlich dann genau diese ekelhafte Fleischlichkeit als solche zeigte. Und wenn dieses also nicht durch diese kontinuierliche Metaphorisierung oder Metamorphotisierung gereinigt, erhöht, gerechtfertigt, teleologisiert oder triebhaft imaginisiert wäre. Und wenn das nicht jedes Mal eine Begegnung mit der Grenze, mit dem Tödlichen und der damit gemachten Erfahrung dieser jubilatorischen Überwindung der Hölle, des Tödlichen, wieder einmal kurzzeitig und danach unversehrt gereinigt hervorgehen aus dem Geschlachte. Ja, dann wäre das alles nicht denkbar, diese maximalen Vorexerzitien der Aufspreizungen, Ausweitungen, um sich darauf vorzubereiten, all das nicht nur unverletzt, sondern sogar just lustvoll jubilatorisch überleben zu können, überstehen zu können und aus diesen Vorübungsaktionen der Begegnung mit den Grenzpforten des Tödlichen und des Lebens, der Geburt und dem Tod, durch immer größere Übungen und Exerzitien und Athletisierungen immer wundersamer und professioneller und virtuoser das vorwegzunehmen und das einzuüben, was Kinder etwa mit dem Ansehen von Horrorfilmen betreiben. Begegnet man dem Ungeheuerlichen, dem Monströsen, beziehungsweise begegnet man ihm umso häufiger, desto eher ist man darauf gefasst und deshalb und desto weniger Schrecken jagt er einem ein und kommt einem dann fast heimelig und niedlich vor, diese Geheuer oder Monstren. Mit unverstelltem Blick sieht man auch jenes Gesicht, jenes Bauchgesicht, das das alles steuert.